Und willkommen zurück euch allen. Da sind wir. Der letzte Run wartet. Schauen wir doch mal, wie der noch wird. Na, ich bin gespannt. Ich hab Bock. Aber dann schon ein bisschen schade, wenn es danach dann zu Ende sein wird. Na, irgendwie schon. Ist dann noch mehr Grund, dass wir dann das irgendwann nochmal machen und damit nicht zu lange warten, ne? Weil hat mir doch bis jetzt auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Und ich hoffe doch euch auch. Und das wird doch sich mit dem letzten Run dann doch auch nicht ändern. Wie oft möchte ich denn noch doch sagen? Ich weiß es nicht. Noch mindestens 5 Mal bestimmt. Ja. Hab das Safer jetzt einfach Hi-Chat genannt. Well, hi. Und dann würde ich doch sagen, warten wir gar nicht lange, sondern springen einfach mal rein in den guten Run. Gucken wir mal, was das hier wird, ne? Wir schaffen das. Eindeutig. Mein Dash hätte ich gerne wieder, dass wir da sofort hochkommen, ne? So. Im ersten Level haben wir ja noch nicht so viel Besonderes, ne? Da zischen wir einfach durch. Ist ja auch recht kurz. Der Sprung war zu lang. Schon besser. Sehr schön. Da war das erste Level auch schon weg. Aber ist ja auch das erste Level. Ist ja doch recht kurz. Ah, machen wir direkt weiter. Spielen wir jetzt ein bisschen mit Dream-Blöcken rum, ne? Erstmal müssen wir sie aktivieren, dass sie auch funktionieren. Weil jetzt sind es einfach nur komische Klumpen, die noch nichts können, außer im Weg sein. Whoops. Da war ich zu weit rechts. Das war zu früh, aber das ist vollkommen okay. Huch, da bin ich von der Wand abgesprungen und nicht vom Boden. So, nee, das ist nicht richtig. Das mache ich hier fast. Nur dann noch festhalten hier. So, da wird ein Schuh raus. Okay.
Ich habe die Münze nicht berührt. Ups. Wie habe ich das denn geschafft? Das ist aber nicht richtig. Ding Dong. Habe ich mich einfach so schnell geduckt, dass ich die Münze nicht berührt habe, ne? Wie albern. Ah, das war doch auch insgesamt ganz nice. Zwar ein bisschen Unsinn, aber hey. Das voll in Ordnung. Jetzt geht's eher los, unsinniger zu werden. Haben wir Cycle. Cycle sind immer schlecht. Muss man sich dran anpassen. War falsch rumgedrückt, die Knöpfe. Whoops. Muss den Dialog schon erst starten, sonst kann ich ihn nicht skippen, ne? Wer hätte es gedacht? Der ging höher der Dash, als er eigentlich sollte. Oh. Das war nicht richtig. Da habe ich einen Wave Dash vergessen. Das war irgendwas, aber nicht das, was ich hier normalerweise tun würde. Nee, nicht ganz. Das hat sich sehr weird angefühlt. Ja, ich hab's da noch gerettet, aber... Habe ich in dem Moment, als ich das getan habe, die Reihenfolge der Münzen, habe ich gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht richtig. Das ist nicht so, wie sich das gehört. Wie ich das gelernt habe. Ja, die Musik ist einfach gut. Die wird auch nie nicht gut sein. So. Das war ein bisschen knapp. Hallo Theo, bye Theo. Ich meine, wer ist das? Haben die Person noch vorher noch nie gesehen? Doch, mach nochmal so. Whoops. Mehr Whoops. Alles noch gut.
Gucken wir doch mal, wie sich der Demo-Dash hier gleich verhält, ne? Durch die Wand durch. Ob ich direkt treffe. Nice. First try. Oh. Dafür dann da erstmal gefehlt. War ich nicht hoch genug? Zu früh gedasht. Hätte ich lieber den Demo-Dash einmal gefailt. Hätte mich weniger Zeit gekostet. Als der Raum danach am Ende. Ich wollte nochmal auf ihn draufspringen, eindeutig. So frei entscheidbar ist das leider nicht. Dadurch, dass wir eigentlich nicht wirklich oder eigentlich kein RNG haben, ist das doch schon sehr entscheidbar, wo ich sterbe und nicht. Kommt ja alles auf meine Inputs drauf an, ne? Also, da bin ich schon selber dran schuld. So ein bisschen. Schon, ne? Würde ich doch meinen. Was? Natürlich, das war alles geplant, der Tod. Das ist alles nur für Entertainment. Das ist ein bisschen langsam. Schön. Ich habe die Wolke noch berührt, okay. Ja, da hätte ich mindestens eine von skippen können, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber der Tod hat mich schon rausgebracht, deswegen dann haben wir doch einfach alle Wolken genommen. Nee, da lang. Das ist der Weg. Dann nehmen wir doch die Blase. Gehen wir nicht da ohne Blase hoch. Ich wollte sagen, wir müssten da schon ganz hochklettern, bevor ich loslasse, ne? Das wäre ganz praktisch. Habe ich mir so sagen lassen. Ist das hier richtig, was ich tue? Doch, der Block kommt da so lang. Ich wollte sagen, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas gerade nicht richtig gemacht. Oh, na komm. Das war nicht ganz richtig, aber das war noch weniger richtig. So sollte das aussehen. Zum Glück schon hoch genug. Den Ball wollte ich ja nicht treffen. Den Schneeball. Aber dann halt nicht.
An sich wäre die Idee mit dem Input-Overlay noch nice gewesen, aber ich muss... Während dem Run muss ich einmal DS4 Windows ausmachen für das Spiel auf der PlayStation, dann für zwei Runs eine Config, dann noch eine Config und für Celeste nochmal eine andere. Und dann dachte ich mir, bevor da irgendwas kaputt geht, lasse ich es lieber. So viel hin und her. Wollte ich nicht noch ein Element einbauen, was irgendwie kaputt gehen kann. Sollte eigentlich alles funktionieren, aber man weiß ja nie. Genau, aber Technik. Das war nicht so, wie ich das wollte. Huch. Einmal da oben lang, bitte. Ah, zu tief. Kein Yeet durch den Raum. Oh. Genau mittig aufgehört. Sehr gut. Das war nicht ganz richtig. Das schon besser. Ich dashe in falsche Richtungen. Jetzt spielen wir erstmal eine kurze Runde Seeker. Oh Gott. Das konnte ich auch schon mal besser. Hide and Seeker, ja, irgendwie so und was, ne? Whoops. Schon besser. Oh, der hat mich noch gesehen, da war ich langsam. Ah, ich habe ihn nicht erwischt. Wuselt er da noch mehr rum im Weg? Nö. Oh. Oh, ich dachte, er kommt da hoch, aber dann ist er gegen die Decke geflogen. Hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Was eine Dreistigkeit. Finde ich nicht gut. Oh. Springen wir zweimal von der kleinen Kante ab. Sehr gut. Aber leider von der Wand und nicht vom Boden. Waren meine Sprünge nicht hoch genug? Hallo Kristall Theo. Das war die falsche Richtung. Du musst schon nach rechts darüber fliegen, das wäre sehr freundlich. Dankeschön.
Oh, das war schon zu weit. Du musst mitkommen. Hilfe. nicht loslassen. Oh Gott. Hilfe. Nee. Lass Theo in Ruhe. Oh, lass mich in Ruhe. Das war knapp. Der Raum lief jetzt auch nicht wie geplant. Okay. Puh, das war ein bisschen Unsinn. Oh, und da sind wir auch schon bei Kapitel 6. Es ist unmöglich, deinem eigenen Spiegelbild zu entkommen. Pass auf, wie ich es versuche. Oder so. So schnell, wie wir sind. Ein Versuch ist es wert. Zu weit rechts. Zu weit links. Perfekt. Alle guten Dinge sind drei. Nicht das erste Mal heute. Okay, saved. Puh, da bin ich nicht hoch genug gesprungen, um bis zu der Feder zu fliegen. Hoch, ja doch. Das war sehr knapp da an den Stacheln vorbei, ne? Hoch oder runter? Ich weiß gar nicht mehr, was ich immer getan habe. Nee, ich bin hier eigentlich runter. Der Raum, der kommt mir gerade irgendwie sehr unbekannt vor. Ja doch, das sieht mehr nach dem aus, was ich immer gemacht habe hier. das Level hat kein Bonuszeug und du darfst oben oder unten lang gehen, wie du lustig bist. Das ist tatsächlich, was hier abgeht. Solltest du doch wissen, du hast das doch gespielt. Du hast das doch schon gespielt, Silo. Hast du schon wieder vergessen? Dass es hier in dem Pfad, wo es immer hoch und runter geht, nichts zum Einsammeln gibt. Z. Ja, wird es Zeit, dass du es nochmal spielst, Teile, ist doch wohl ganz klar. Es ist Celeste. Ich war nicht ganz an der Wand. Wird schlecht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Onium.
Oh Gott, ich lebe noch. Ich weiß nicht wie, aber ich habe Springen gespammt und das hat geholfen. Ich habe Springen gespammt, weil ich gedacht habe, ich bin tot. Aber war ich gar nicht und dann hat es mich gerettet. Das ist ja auch mal lustig. Das war irgendwie sehr langsam. Das wäre schöner gewesen beim ersten Mal schon. Zu nah an der Kante. Das ist nicht, was ich hier machen will. Jetzt passt das Ende doch auch nicht, aber das geht schon. Das hat mich nicht erwischt, okay. Nehme ich. Ich muss dich schon noch berühren. Das war hoch. Okay, das hat noch irgendwie funktioniert. Das war aber auch sehr improvisiert. Ich habe die Feder nicht getroffen. Jetzt ist der Cycle nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Und da haben wir es geschafft. Also wenn wir gleich oben landen. Neunmal gestorben, das ist voll okay. Und da geht's schon ans letzte Level. Haben wir es bald schon geschafft. Das war nicht weit genug. Erster Abschnitt fertig. Du.
Das war doch voll schön. Können die nächsten Bereiche auch einfach so laufen? Ja, nicht nur Mini-Version, sondern halt auch natürlich für zwei Dashes angepasst, ne? Ist schon voll nice gemacht, auf jeden Fall. Celeste ist einfach schon ein gutes Spiel. Oh, da bin ich gestorben. Das mit den Dream Hyper Dashes konnte ich auch mal besser. Naja, ob Spiele geil sind oder nicht, das ist ja auch immer Geschmackssache, nicht wahr? Aber direkt Sachen hassen nur, weil man sie nicht mag, ist ja auch immer ein bisschen extrem. Allgemein sowieso, nicht nur was Spiele angeht. Da war ich zu langsam, shit. Lass mich nochmal so machen. Das war auch doof. Na, gehen wir es langsam an da an der Stelle. Sind in dem Raum jetzt schon oft genug gestorben, ne? Das war auch ein bisschen knapp. Das war nicht richtig, nee. Ja, das auch nicht. Gott, was mache ich denn jetzt da? Nicht in die richtige Richtung drücken, das tue ich. Kann ich voll gut. Genau, ich wollte sagen, geh mal bitte weg, Schnee, weil ich weiß nicht, wo du jetzt gleich da bist. Ich war langsam. Und dann war alles nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Das war auch knapp. Ich hoffe doch gleich, wenn wir im letzten Abschnitt sind, also demnach dem nächsten, dass ich da Flaggen gezählt sehe im Chat, ja. Jetzt bin ich traurig. Weiß nicht, wie das geht. Da ist eine Zahl an der Flagge. Zahl in Chat. Gezählt. Ich weiß nicht, wie man zählt, also Alex, bitte. Also bitte. Was für eine Ausrede.
Welche Schule ist schon lange? Ja. Ach, das ist richtig. Aber hier musst du ja nicht mal selber zählen. Du musst ja nur Zahl sehen, Zahl schreiben, ne? Also, die Ausrede zählt dann auch nicht. Das ist nicht richtig. Sei nicht so streng doch. Wenn Becky gerade schon die einzige gewesen ist, die Heya geschrieben hat, als das Lied kam, dann muss ich ja mal sagen, was hier geht. Ne? Ich bin gestorben. In einem der längsten Räume. Oder in einem sehr langen Raum. Das geht ja mal gar nicht. So, dann geht's jetzt los. Die letzten 30 Flaggen. Oh. Oh. Okay, ich brauche einen Moment. Ich mache Unsinn. Hab sie gleich. So. Jetzt machen wir mal ein bisschen Aufwind. Die berühre ich eigentlich sonst nicht, aber nehmen wir 18 auch einfach mal mit. War mir gerade nach. Das war schlecht. Guck mal, Flagge 13 auch gut gelaufen. Auch eine Flagge, die ja gerne mal ein bisschen Probleme macht. Und da haben wir auch schon nur noch 6. Das war auch knapp. Und GG. Da haben wir es geschafft. Sehr schön. Du, 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 du.
44 Tode, 3 Erdbeeren, 35, 56,858 Ingame-Zeit. Ja, nice. Ja. Schon ein bisschen schade, dass das jetzt schon vorbei ist, ne? War schön heute. Auf jeden Fall. Und war mal hier mit dem hier auch mal was Neues. Halbe Stunde insgesamt unter Estimate für den ganzen Marathon, ja. Waren ja alle auch ein bisschen, die meisten waren ja doch ein bisschen großzügig gesetzt. Das ist ja auch voll okay. Hat das auch so immerhin von der geplanten Zeit gepasst, ne? Aber ja, das war doch echt nice. Hat Spaß gemacht. Dürfen wir echt kein einmaliges Ding gewesen sein lassen, tun, wie auch immer. Ja, du bist da nicht der einzige Teil. Das wissen jetzt hier so ein paar Leute mehr, ne? Wer hätte es gedacht? Du bist nicht der Einzige, der das hier gesehen hat. Jetzt gibt's kein Verstecken mehr. Wird das bestimmt auch mal öfter vorkommen, dass ich die benutze, denke ich mal. Jetzt nicht nur jetzt und das nächste Mal, wenn wir wieder so einen Crunchathon machen. Dann mal schauen. No. Dann muss ich mir das Overlay benutzen, dass die Kamera nicht auf dem Spiel ist, ne? Geht ja mal gar nicht. Ist da wieder Kram drumherum. Aber ja, dann hätten wir es wohl für heute geschafft. Dann würde ich mich doch erstmal bei euch allen dafür bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Egal ob geschrieben oder gelurkt oder irgendwas dazwischen. Hat mich wieder sehr gefreut. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, dann gucken wir mal. Wir machen da dann, jetzt wo wir hiermit fertig sind, geht's dann erstmal das nächste Mal noch wieder mit Powerwash Simulator weiter. Da haben wir ja auch noch Kram zu tun, ne? Gucken wir mal, was da noch so geht. Aber bis dahin würde ich euch allen jetzt noch einen wunderschönen Abend wünschen. Später eine gute Nacht, wenn ihr schlafen geht. Und dann sehen wir uns die Tage auf jeden Fall wieder. Also, bis dann und tschüss.